Hello, ich bin Isaac. Are you ready? You can't. You messed it up. It has to be natural. You get to. No, you get it. See, it's natural. Soll ich dir mal sagen, dass ich als Frau nicht so hoch komme wie du? Ich mach's mal. Das ist gut. Nein, das ist nicht gut. So, meine lieben Damen und Herren, Isaac Roosevelt. Und er ist Sänger. Ja. Mann, du bist die Soul-Stimme Deutschlands. Ja, ja, das sagt zum Beispiel, Nena sagt das zum Beispiel das über dich. Das ist das. Ja. Nena hat das halt. Man kennt dich von The Voice of Germany 2013, hast du da mitgemacht, sehr erfolgreich. Mhm. Und normalerweise, Isaac, quatsche ich mit meinen Gästen. Die ganze Zeit bla 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 bla. Ja, ja, ja. Aber ich habe mir überlegt, wir machen heute eine Challenge. Oh. Und zwar wette ich jetzt, dass wenn du singst, bevor wir in meinen nächsten Beitrag abgeben, dass am Ende, wenn du fertig bist mit Singen, sie alle entweder ein Lachen auf dem Gesicht haben oder stehen. Oh. Wollen wir das versuchen? Ja. Also. Seien Sie gespannt, machen Sie es bequem auf Ihrem Sofa, wo auch immer Sie gerade sind und diese Sendung gucken. Und ich wette mit Ihnen, gleich werden Sie lachen oder vielleicht mittanzen. Und du darfst jetzt einfach mal singen, was immer du möchtest. Okay. Okay. Ready? Ja, I'm ready. Okay. Well, my friend, all the time has come. Raise the roof and have some fun. Go away, all there's work to be done. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Move around in wild romance. We're gonna party, carabo. Fiesta, come together. On and sing along. All night long. All night, yeah. All night long. Come on, yeah. Ich hoffe, es hat funktioniert und Sie haben genauso mitgetanzt und mitgelacht und wir sehen uns gleich wieder. Das war der erste Eisbär, den ich gesehen hatte. War wirklich sehr speziell. Der ist ja dann auch, ich habe das hier auf dem Video drauf, uns kurz mal entgegengerannt. Also es ist schon mega Respekt, also weil das Tier ist natürlich, kann super schwimmen, könnte einfach ins Wasser rein, könnte zum Boot schwimmen. Das waren hier vielleicht 20 Meter Entfernung. Ja, da hast du schon mal kurz mega Respekt davor. Das ist eines dieser Bilder, das dort entstanden ist. Ein jüngerer Eisbär, 4 bis 5 Jahre alt, ist dann genau die Strecke gelaufen, die wir auch an Land gelaufen sind. Das heißt, er hat uns geschnüffelt, hat gesehen oder gerochen, da war irgendwas. Ist dann auch diese Strecke gelaufen und war natürlich für uns super, weil das direkt am Wasser war. Und hatten dann die Chance, ihn bestimmt 20, 30 Minuten lang super zu fotografieren. Tiere haben mich schon immer sehr begeistert. Also ob das damals in meiner Kindheit war, ich bin mit Tieren aufgewachsen, Katze, Hamster, Meerschweinchen, wir hatten Präriehunde, wir hatten auch einen grünen Leguan. Es war ist immer eine Faszination den Tieren gegenüber. Da kam auch der Entschluss irgendwann mal, dass ich gesagt habe, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Das war wahrscheinlich einfach zur Tierliebe hin und ja, sehr besonders für mich. Sehr besonders ist auch die erste Ausstellung von Sascha Feuster. Seine Bilder ziehen einen in den Bann, denn er kommt den Tieren so nahe, dass man das Gefühl hat, den Atem des Löwen zu spüren. Wo ich das Foto gemacht habe, ich schätze mal, dass es 15 Meter waren. Es ist auch formatfüllend aufgenommen, also es ist nicht irgendwie gezoomt, sondern wirklich so fotografiert. Und hat mich sehr beeindruckt, also einfach dieser Blick von diesem Löwen mit der Mähne. Auch seine Verletzung, wo er hier hat, war erst ein Detail, wo mich gestört hat, wo ich gesagt habe, der Löwe ist dann nicht so schön durch seine Verletzung. Aber mittlerweile ist es was, wo es den Löwen ausmacht, also wo du siehst, der hatte mal einen Fight, hat mal gekämpft, hat wirklich da eine Verletzung von gezogen und hat jetzt diese Narbe, diese Wunde bei sich. Ja, auch eins meiner Lieblingsporträts von dem Löwen, weil er einfach sehr nah war und einfach ein mächtiges Gesicht. Dieser Blick, wenn du dem in die Augen schaust, ist schon was Spezielles. Ja. Die Vernissage Anfang Mai ist ein voller Erfolg. Gleich 3 Bilder hat Sascha verkauft. Für seine Fotos ist er auf 4 Kontinenten unterwegs gewesen. Die Touren sind immer geführt. Trotzdem muss er sich sehr vorsichtig bewegen und den Tieren mit viel Respekt begegnen. Denn immerhin dringt er, wie er selber sagt, in das Wohnzimmer der Tiere ein. Wie hier bei dieser Berggorilla-Familie in Uganda. Mit der Mutter und dem Baby war eine sehr beeindruckende Situation, den dann die beobachten zu können. Das war schon tolle Momente. Und bei denen siehst du dann auch so dieses Menschliche wieder. Also einfach
der nimmt sein Kind ja nicht hoch, so ruckartig, sondern wirklich wie ein Baby, wie ein Mensch und nimmt es dann so in den Arm und ist schon sehr beeindruckend dann. Wenn Sie auch mal einem Löwen Auge in Auge gegenüberstehen möchten, sollten Sie unbedingt hier vorbeischauen. Die Bilder hängen hier im Sterncenter in Sindelfingen noch bis zum 31. Mai. Und dann lässt sich Sascha noch zu einem spontanen Fotoshooting hinreißen. Das war jetzt auch wieder Wildtiere in Sindelfingen. Mini-Eisbär. Lieber Isaac, ich muss mich erstmal bei dir entschuldigen. Ich habe eben einfach mitgesungen, obwohl ich gar nicht singen kann. No, ich liebe das. Ja, ja, wenn die Leute singen mit, ist fantastisch. Meine Leidenschaft ist Musik zu machen. Und zu singen. Und jeder singt mit. It's the best. Wann hat das angefangen? Wann hast du entdeckt, oh wow, da ist irgendwas in mir? Gab es da einen Moment? Auch von meiner Mutter. Meine Mutter war meine Chorleiterin in der Kirche. Und ich habe gesungen jeden Sonntag. Was macht Singen mit dir, wenn du singst? Was passiert in deinem Kopf, in deinem Herz? Singen ist mein Frieden mit meinem Selbst, Frieden mit meiner Arbeit, Frieden mit meiner Familie. It's, for me, this is happy day. This is Singen ist für mich Happy Day. Happy Day ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Das ist deine aktuelle Single, darüber sprechen wir gleich. Außerdem kriegen Sie noch Tipps von Isaac für ein glückliches Leben. Yeah. Wo soll ich hingucken? Bis gleich. Yeah. Wir sind zurück mit Isaac, der Soul-Stimme Deutschlands. Ein begnadeter Sänger und du strahlst so viel Leben aus. Und deine aktuelle Single heißt Happy Day. Happy Day, ja. Yeah. Bevor wir darüber quatschen, kannst du kurz singen? Natürlich. Bitte nochmal. Oh, hap, what a happy day. Hap, what a happy day. In Happy Day geht es wahrscheinlich um ein glückliches Leben. Frieden mit selbst, Frieden mit deiner Familie, positive Überraschung. Jeder, was machst dich froh. Geld auch. Es ist bei jedem was anderes, genau. Ja, ja. Aber ich möchte dich fragen, ich bin heute Morgen mit der S-Bahn gefahren und du kennst es vielleicht auch, du bist mit dem Zug gefahren. Ja. Die Leute sitzen da, die Mundwinkel gehen nach unten, viele Leute. Was ist dein Tipp für uns alle, weil du hast wirklich so viel Positives, was kann man tun, um ein glückliches Leben zu haben? So, jeder muss dein Ding finden, dein Hobby, deine Leidenschaft. Und das ist das Geheimnis. Dass man etwas im Leben findet, was einen erfüllt. Yeah, und bei dir ist es die Musik. Ist Musik, ja. Es war ganz easy. Aber viele Leute machen das gar nicht, weil sie so viel mit arbeiten und mit Kindern und mit Haushalt und sie vergessen, dass... Du musst ein Balance finden, ja, natürlich. Das stimmt. Ja. Gehen Sie mal wieder ein bisschen mehr Ihrer Leidenschaft nach. Das ist gut fürs Herz und für die Seele und für den Kopf. Für Leben, ne? Für das ganze Leben, ja. Und wenn du auf dein Leben zurückblickst, bist du zufrieden mit allem? Ich habe nicht alles richtig gemacht, aber... Wer macht schon alles richtig? Ich muss das in Englisch sagen. Don't be sad that you're leaving. Be happy that you came. Das ist ein sehr schöner Satz. Und mit diesem Satz geben wir ganz kurz ab in meinen nächsten Beitrag und sind gleich wieder da. Und ich bin der Thomas, euer Chorleiter. Hallo. Hallo, wir sind Capo da. Und auch hier bin ich euer Chorleiter. Hallo. Hallo, wir sind der Capo. Und auch hier bin ich der Chorleiter. Und nach dem Motto, es gibt viel zu tun, packen wir es an, wird an diesem Tag gesungen. 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 Wir sagen euch Hallo, schön, dass ihr da seid, dass ihr da seid. Thomas Preis leitet den Kinder-, den Jugend- und den jungen Chor in Reitwangen. Geprobt wird für ein gemeinsames Konzert, das am 19. Mai in der Egerthalle in Reitwangen stattfinden wird. Hä? So heißt die Veranstaltung und es geht um Missverständnisse. Und wir sind ja hier im Schwabenland und es gibt auch im Schwäbischen so Missverständnisse wie deck dich mit dem Teppich zu oder heb mal. Und alles das nehmen wir so ein bisschen aufs Korn. Wir singen Schwäbisch, wir singen auch natürlich Hochdeutsch, wir singen auch ein bisschen Englisch. Aber es ist mit sehr viel Spaß und Humor gespickt, das Ganze. Durch den Abend führt die Kabarettistin Christiane Mascher-Jechi.
Die kann leider bei den Proben heute nicht dabei sein, hat uns aber diese Videobotschaft geschickt. Also auch ich bin in den letzten Vorbereitungen, gell? Ich will ja gut aussehen am Sonntag. Und da muss man mal in Kauf nehmen, dass man vorher halt nicht so gut aussieht, gell? Aber hey, wenn es hilft, warum nicht? Auffällig ist, dass die Stimmung untereinander super gut ist. Thomas Preis schafft es, den Sängerinnen und Sängern die Freude an der Musik zu vermitteln. Singen macht Spaß und Thomas ist auch immer nett. Der schafft uns immer wieder halt zu motivieren. Ich finde es echt gut, dass er auch voll auf die Nerven behält, wenn wir nicht so gut singen mal. Er ist ein super Musiker, ein traumhafter Pianist. Und wir unternehmen manchmal auch schöne Sachen, zum Beispiel Sing-Kids-Wochenende oder es ist so. Bei den Proben dabei zu sein, hat schon so viel Spaß gemacht, dass ich mir sicher bin, es wird ein fantastischer Abend, bei dem Sie übrigens auch mitsingen dürfen. Doch es gibt ein kleines Volk in Syrien, das hat ein kleines bisschen aus. Und jetzt kommst du. Kaufen Sie diese CD. Es ist das aktuelle Album von Isaac. Happy Day, genauso wie auch seine Single heißt. Also das ist eine coole Sache. Isaac, ja, es war ein Vergnügen. Happy Day. Ja, genau, Ihnen noch ein Happy Day und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, tschüss.